Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man um diese Zeit raus schaut, weihnachtelt es schon fast ein bisschen. Man hat wieder Zeit und Lust zum Backen. Die meisten Backzutaten wie Mehl, Zucker, Anken oder Eier sind bei Coop jetzt günstiger. Das Einkaufen lohnt sich also. Im November müssen es aber noch nicht gerade Weihnachtsgutzi sein. Die Saison der Früchte ist zwar vorbei, umso grösser ist aber jetzt das Angebot für eine feine Gemüseweihe in unseren Läden, wie man hier sehen kann. Das Backen wird dann übrigens leicht gemacht mit dem Fertigteig von Betty Bossi. Es gibt sie nämlich zum Aktionspreis. Gell, Tamara? Das ist richtig. Alle ausgewählten Fertigteig von Betty Bossi sind jetzt im Duopack 90 Rappen günstiger. Ob als Blätterteig, rund oder eckig, Kuchenteig, rund oder eckig, als Bio- oder Mürbeteig. Der Mürbeteig zum Beispiel kostet nur noch 3,90 Franken statt 4,80 Franken. Eine Gelegenheit, die ihr euch nicht an das Land gehen sollte. Danke, Tamara. Das ist schön. Aus Teleskop lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen und braucht den Mürbeteig morgen im Rezept in der Mittagssendung um 12.30 Uhr auf SF1. Wir schauen schnell, was man dort feins damit macht. Das ist die Aprikosen-Konfitüre. Die streiche ich im Dreieck aufstreichen. Und dann kommen jetzt alle Zutaten noch im Dreieck drauf. Oh ja. Und darum wird es immer mehr erkenntlich, aha, es ist doch ein Dreieck. Und jetzt kommen gemahlene Haselnüsse drauf. Und dann zieht sich der Guss gerade auf durch die Nüsse. Ja. Weil der Guss hier reinkommt. Und das tue ich jetzt schön festdrücken. Und dann wieder ein bisschen auftrennen und dann schön sorgfältig reinleeren. Und dann verteilt sich automatisch dann. Und ich schneide hier jetzt den auf. Ja, das wär's. So. Wunderschön. Das ganze Rezept sehen Sie wie immer in voller Länge zum Nachbacken morgen über Mittag um 12:30 auf diesem Sender und in der neuen Coop-Zeitung. Bei mir begrüße ich jetzt den Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Herzlich willkommen. Grüezi miteinander, Sally Pascal. Armin, Fertigteig sind praktisch, brauchst du sie auch? Im Restaurant machen wir bei der à la carte Gericht natürlich alles selber, auch den Teig. Bei Bankett oder Gesellschaften, übrigens auch daheim, nehme ich aber den Fertigteig. Es geht viel schneller, es stäubt kein Mehl um und nach dem Backen gibt es auch keine grösseren Putzaktionen. Alle Fertigteige bei Coop sind von Betty Bossi überarbeitet worden. Es hat Rezepte auf der Verpackung und sie klingen immer. Außerdem werden sie mit rein pflanzlichem Fett hergestellt. Auf Zutaten aus tierischer Herkunft wird verzichtet. Ein Entscheid, der bei vielen Konsumenten bestimmt gut ankommt. Neben den reinen Vegetariern gibt es auch viele Leute, die einfach weniger tierische Produkte möchten essen. Wenn man den Teig kalt, also direkt aus dem Kühlschrank aufrollt, ist es möglich, dass er bricht. Zuerst also mindestens eine Viertelstunde warten und bei Zimmertemperatur akklimatisieren. Das ist richtig. Auch noch ein Tipp, anstatt Pastetli könnte man auch einmal Blätterteig-Kössali machen. Den Teig beliebig schneiden, mit einer Gabel verzieren und mit Ei bepinseln. Dann die gebackenen Kössali aufschneiden und zum Beispiel mit einem feinen Pilzragout füllen. Danke, Armin. Gern geschehen. Der Armin hat in seinem Restaurant riesige Öfen zur Verfügung. Und selber ist je nachdem schon der Eigenbachofen in der Wohnung zu gross. Für kleine Haushalte oder wenn man etwas Kleines möchte, braten, backen, gratinieren, aufwärmen oder auftauen, empfiehlt sich der kompakte Kleinbachofen Cucinella Silverline von Satrap. Weil das Gerät so klein ist, braucht es auch weniger Strom. Ebenfalls kann man es stufenlos einstellen. Es hat eine Zeitschaltuhr und dank der EMI-Beschichtung lässt sich es einfach reinigen. Sie heisst bestimmt schon erraten. Nicht nur Backzutaten gibt es bei Coop zurzeit günstiger. Auch der Kleinbachofen Cucinella Silverline von Satrap kostet jetzt 50 Franken weniger. Immer mehr Coop-Läden werden jetzt mit solchen gemütlichen Bistro ausgestattet. Dort, aber auch in allen anderen Coop-Restaurants, wird backen. Und es gibt jetzt unter anderem einen feinen Bio-Öpfelstrudel. Wäre doch eine gute Idee für vor oder nach dem Einkaufen.
Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, was für Spielsachen das Jahr unter dem Weihnachtsbaum bestimmt nicht dürfen fehlen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.